Leute, willkommen zurück mal bei meiner Pokémon-Vorstellung. Ja, beste Musik im Hintergrund. Oh yeah. Weiter im Text. Heute mit Zytomega. Das erste Mega-Pokémon? Nee, nicht ganz. Megane, gab's von vorne auch schon. Nee, Mega. Nee, Mega. Ach, lassen wir das, bevor es hier noch peinlich wird. Zytomega ist ein Pokémon der fünften Generation. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Mit dem Aussehen? Naja, ist eine andere Geschichte. Mit dem Typ Psycho. Heißt Geist, Käfer und Lichtschwäche, Kampf, Psycho, Halbierung. Das übliche war mit Psycho-Pokémon halt. Und die Fähigkeiten sprechen schon mal für sich, für dieses Mehrzeller-Pokémon. Ja, das ist ein Mehrzeller. Ich finde das lustig. Die erste Entwicklung heißt Monozyto. Einzelzeller. Ein bisschen kann ich auch, ja. Bisschen. Was haben wir als Fähigkeiten hier? Wir haben ja Wetterfest, das heißt, ja, ein Sandsturm, Hagel machen einfach keinen Schaden. Der Effekt bleibt aber bestehen. Die nächste Fähigkeit ist allerdings schon etwas verrückter, nämlich Magieschild. Magieschild bewirkt, dass nur offensive Attacken bei euch Schaden machen. Das heißt, falls das Pokémon vergiftet wird oder verbrannt, macht das keinen Schaden. Auch Egelsam macht keinen Schaden. Auch Wettereffekte wie Sandsturm und Hagel machen keinen Schaden durch Magieschild. Leute, die Fähigkeit ist ziemlich krass. Nicht zu verwechseln mit der Attacke Magiespiegel. Die macht dann auch das gleiche, aber das ist eine Attacke. Das ist ein kleiner Unterschied. Also Magieschild auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ist einfach nur krass. Ich meine, ich habe Schutz vor Vergiftung, Verbrennung, Paralyse und fast nicht alles. Und ich glaube sogar durch Bodycheck Rückstoßattacken würde sogar verhindert werden. Also Magieschild, eine Fähigkeit, die ist übertrieben. Ganz im Ernst, die ist übertrieben. Am besten hätte ich jetzt noch Überbrückung. Das Lustige ist, was passiert mit Magieschild und Überbrückung, aber dazu komme ich später. Da haben wir nämlich schon was ausprobiert. Aber wie gesagt, komme ich zu später so. So, dann haben wir Belebekraft. Das ist die verstärkte Fähigkeit. Seit der 5. Generation existiert das Pokémon, also hat es schon die schon immer, seit es existiert. Oh mein Gott, wer hat das gedacht? Das macht einfach, wenn das Pokémon auswechselt, oder wenn ihr es auswechselt, durch Normaltausch, oder wenn der Gegner wegbrüllt oder wirbelwindet, bekommt ihr ein Drittel eurer Maximal-KP zurück, gut geschrieben. Also ihr werdet geheilt durch den Austausch. Ja, Belebekraft ist eine ziemlich coole Fähigkeit, aber Magieschild ist krasser. Was ich interessant finde, seit Sun & Moon ist dieses Pokémon im Rarely Used Tier. Frag mich nicht, was es dazu zu suchen hat. Warum? Schauen wir uns mal die Werte an, dann what the hell. Ich meine, es spricht schon für sich, wenn man sich nun mal ein bisschen anschaut. So, wir haben 110 KP, das ist defensiv, sage ich mal, gut. Genauso wie die 75 Verteidigung und 85 Spezialverteidigung sind beide jetzt nicht so überragend. Also nicht so wirklich überragend, sondern es ist wirklich gut. Also man kann damit definitiv schon was anfangen. Die 65 Angriff, die braucht es nicht wirklich. Aber die 125 Spezialangriff, die sprechen für sich. Ich meine 100! Oh, Alter, also speziell haut das Pokémon definitiv rein. Und zwar so richtig rein. Das tut schon mal weh. Und seine 30 Initiative sprechen wohl für sich, dass es mehr oder weniger ein Bizarraum-Benutzer ist. Das heißt, es ist langsam, es wird kaum was überholen. Vielleicht ein Bottrop und Manfaxo. Aber sonst eher unwahrscheinlich. Wirklich langsames und gleichzeitig defensives Pokémon. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. So, und bei Level-Up-Sacken habe ich schon fast keinen Platz mehr auf der Tafel. Juhu! Meine Güte, sind das heute viele. Wir haben hier vieles. Reflektor, Lichtschild. Bietet sich beides an. Deshalb kann man Double Screen spielen, kein Problem. Wir haben auch Unspeed-Notsituation, falls ihr wenig KP habt und euch sagt, ich will den Gegner ein bisschen trollen. Am besten noch im Sandsturm mit Magieschild. Ja, schön. Dann haben wir Seha, eine verdammt starke Psychoattacke, die erst zwei Runden später einsetzt. Ich finde, die Attacke wird viel zu selten genutzt. Ich meine, die umgeht Schutzschild. Ja, das spricht schon für sich und die macht Schaden. Okay, bis auf Unlicht-Pokémon. Aber wenn der Gegner kein Unlicht-Pokémon hat, kann man durchaus mal sehr bringen. Ich finde die Attacke so geil. Wird viel zu selten benutzt, meiner Meinung. Dann haben wir eigentlich ziemlich coole Attacken. Heilblockade verhindert, dass der Gegner heilt.
zum Beispiel durch Erholung, Genesung, Ruhe oder solche Döns, oder Überreste werden damit auch negiert. Eine ziemlich geile Attacke irgendwie. Dann haben wir Genesung, wenn sich der Pokémon heilt, Psychoschock, damit es die physische Verteidigung des Gegners angreift, obwohl er speziell angreift. Also es kann speziell angreifen, also auf die genau das würde ich sagen. Auf die Spezialverteidigung mit Psychokinese und mit Psychoschock auf die physische Verteidigung des Gegners. Und bei diesem Spezialangriff tut das schon ordentlich weh. Autsch! Dann haben wir als lustige Attacke eher Wertewechsel. Fähigkeiten tauschen kann lustig sein, aber ich würde es nicht empfehlen, vor allem wenn ihr mit Magieschild spielt. Wenn vielleicht bei Wetterfest, da könnt ihr drüber reden. Aber sonst eher nicht. Ich finde eher lustig, dass dieses Pokémon Kraftreserve per Level up erlernt. Gibt's auch nicht sehr oft. Ansonsten noch, ja, der Rest ist eigentlich Psi-Welle, eine Attacke, die ganz nett ist. Und Übernahme. Ja, Übernahme ist ganz cool. Wenn der Gegner einen Boost-Move macht, dann übernehmt ihr diesen Boost-Move mit Übernahme. Hat Priorität nebenbei, die Übernahme. Also übernimmt kein Schutzschild, sondern wirklich nur Boost-Moves wie Gedankengut, Schwerttanz und solches Gedöns. Also schon Level-Up-Attacken sind sehr vielseitig, muss ich sagen, das ist wirklich nicht ohne. So, kommen wir zu den Tem-Attacken und das sind viele. Puh, also wir haben hier Gedankengut, das bietet sich auf jeden Fall an, aber falls man es mal physisch spielen will, irgendwie, weil, kleiner Funfact, das Pokémon kann Walzer, könnte man es im Steigerungshieb und Walzer spielen, unter anderem vielleicht noch mit ein paar anderen physischen Attacken. Es kann nicht viele physische Attacken, aber ein paar. Leider habe ich keine dazu geschrieben, außer Schleuder. Ja, leider. Also Walzer, Steigerungshieb, Schleuder, was hätten wir noch anzubieten? Noch anzubieten Gigastoß und Gyroball. Ja, diese Attacken sind auch verdammt stark auf der physischen Seite. Also man könnte es theoretisch physisch spielen, das ist kein Problem. Aber bleiben wir jetzt mal bei den Thema-Attacken. Wir haben, ja, Toxin wie immer. Toxin halt. Hyperstrahl. Würde ich nicht empfehlen, aber kann man doch mal machen. Schutzschild, weil Schutzschild und Überreste und Genesung. Ich muss nicht mehr sagen, man stolt einfach und ist da. Regentanz und Donner. Ein kleiner Funfact: Diese Pokémon kann da keinen Donnerblitz, sondern wirklich nur Donner. Das ist interessant. Es gibt nicht viele Pokémon, die nur Donner können und keinen Donnerblitz. Es ist meistens eher andersrum. Aber da kann man schon mal Regentanz spielen, weil Donner trifft dann ja immer. Dann haben wir noch Erholung, ja, falls man nicht Genesung spielen will, warum auch immer. Dann den guten alten Focus Miss. Naja, Focus Miss, ja, ja. Energieball für als Pflanzenattacke, verdammt stark mit diesem Spezialangriff. Okay, nicht verdammt, aber es geht. Schleuder, falls ihr den Gegner irgendein Item reindrücken wollt, sowas wie Heißorb, Toxicorb. Oder sowas ähnliches, weil durch Magieschild interessiert euch ja die Toxin und sowas nicht. Also am Gegner weitergeben, kann man doch mal machen. Die Donnerwelle, die wurde in Sanmo ein bisschen schwächer gemacht. Früher war das ja so, also vor der Sanmo-Generation jetzt, dass Donnerwelle das Pokémon um 75% langsamer gemacht hat. 75! Das ist ein heftiger Wert. Jetzt ist es nur noch 50% und die Attacke kann jetzt auch daneben gehen, was ich schade finde, aber sie ist noch immer sehr häufig gesehen. Dann, falls man lustig ist, kann man auch Psycho Plus spielen, zusammen mit Angeberei. Also Angeberei macht ja, dass der Gegner mehr Angriff bekommt und verwirrt wird, und dann macht er einfach Psycho Plus und ihr bekommt einen Plus 2 Boost auch. Aber das ist ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Dann haben wir noch Plage, ja, könnt ihr rumnerven und stallen, also Plage, Toxin, Schutzschild, sag ich nur. Strauchler, falls ihr das vor Energieball bevorzugt, das ist je nach Gegner unterschiedlich, was besser ist. Und last but not least, den guten alten Drakewoom. Ja, das Pokémon, wie gesagt, langsam ist, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Pizza-Umsetzer. Er kann ihn selber ausnutzen und dann so richtig reinpfeffern! Juhu! Und schmeißt eine Party dabei! So, bei den Suchtattacken haben wir leider nicht viel. Ja, leider. Konfusstrahl, falls ihr lustig seid auf die 50% bzw. auf die nur noch 33% Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner sich selbst verletzt. Also in Salmon wurde es ja reduziert auf 33% die die Selbstverletzungschance. Schade eigentlich. Dann haben wir Nachtnebel.
Schaden kann man machen. Und nicht vergessen, Säurepanzer. Ah, Leute, das Pokémon hat schon 75 Def. Verdoppelt das einfach mal. Jo, schön. Und falls ihr Gegner sagt, ich will ein Item tauschen, Trickbetrug, Leute. Ja, Trickbetrug. Einfach Item tauschen und sagen, jo, gehört es mir. Und mein Item gehört dir. Das kann man zum Beispiel mit Flammkörperkarre machen oder mit Klettern. Ja, Klettern. Klettern, Leute. Klettern. So, und falls ihr noch Aura spielt, Leute, habt ihr für Attacklehre auch noch ein paar Attacken. Ein paar. Ablativ, falls ihr physisch spielen wollt. Wie gesagt, mit Steigerung sind durchaus möglich. Oder mit Psycho Plus und Angebrei. Mit Ablativ sich wieder hochheilen. Abschlag. Ja, sieht man auch noch nicht mehr so oft. Aber kann man durchaus mal machen. Ampelleuchte als Coverage für Käfer. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Und kann den Gegner verwirren. Erderziehung. Ja, die Attacke sieht man auch nicht oft. Das ist aber eher etwas für den Doppelkampf. Bei der wirkt das auch zum Beispiel Flugbucken oder Bucken mit Schwebe durch Bodenattacken getroffen werden können. Ist wie gesagt eher was für ein Doppelkampf, weil das nicht sehr lange hält. Ich glaube nur 3 Runden oder waren es 5? Auf jeden Fall nicht lange. Und jetzt haben wir noch Rollentausch. Ihr übernehmt die Fähigkeit des Gegners. Das braucht ihr nicht wirklich, Leute. Ich meine, ihr habt schon Magieschild. Das sagt alles. Das sagt wirklich alles aus. Also, man kann sagen, was man will. Zytomega, es kann schon sehr viel. Sehr viel. Gut, dann schauen wir mal uns die Metasets an, die gerade so gespielt werden, die sehr häufig sind und so weiter. Ihr kennt das Prozedere ja schon langsam, glaube ich, ne? Außer ihr schaut es zum ersten Mal ein, also wer tut das schon? Also das erste Set, was wir hier haben, ist ein sehr defensives Set. Maximal KP, maximale Verteidigung, nicht Spezialangriff, Verteidigung, ja. Und der Rest auf Spezialverteidigung, das heißt, man will einfach nur einstecken hier, und zwar richtig. Mit dem Eisbein Überreste, damit man sich ein bisschen heilt. Und ein kühnes Wesen, damit man seine Verteidigung mehr oder weniger maximiert. Die Idee hier ist einfach, Gedankengut aufsetzen, weil euer Spezialangriff dann eh schon so über irgendwo drüber ist. Aber bis man das trainierte, glaube ich, überholt, muss man sogar das zweimal einsetzen, aber ich habe jetzt keine Lust zu rechnen. Auf jeden Fall Psychoschock, um den Gegner physisch anzugreifen. Ja, physisch. Mit einer speziellen Attacke. Oder Psychokinese, das ist Geschmackssache. Aber dann werdet ihr von Hytera gewollt oder von Scharniere, wenn ihr keinen Psychoschock habt, also aufpassen. Dann haben wir Fokusstoß oder Spukball, das ist wie gesagt auch Geschmackssache. Und als letztes haben wir Genesung. Wie gesagt, die Idee ganz einfach, Gedankensuits aufsetzen, sehr viel tanken, eventuell genesen und halt reinhauen. Die Fähigkeit ist hier mehr oder weniger Magiespiegel, oder Magieschild, nicht Magiespiegel, ich sage es immer falsch rum, sorry dafür, Gewohnheit und so. Auf jeden Fall spielt man eher Magieschild. Man kann auch bei Lebekraft spielen, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, Magieschild ist 1A, weil ja, man könnte nicht toxiniert werden und der Gegner kann euch nicht ausstollen. Also wenn er einen Stoller reinschickt gegen dieses Pokémon, dann hat er ein Problem. Weil irgendwann seid ihr auf plus 6 Gedankengut, weil der Gegner keinen Schaden macht. Und ja, dann tschüss! Weggepasst, weggeklatscht, weggerockt und tschüss dich. Also dieses Set ist schon sehr gefährlich, muss ich sagen. Wenn man da keinen Schwerttanz hat und keine Unlichtattacke, Zäsure lässt grüßen, dann hat man ein Problem. Oder keinen Key. Also auf jeden Fall sollte man, wenn möglich, diese Pokémon physisch angreifen, weil doch Gedankengut erhöht es ja die Spezialverteidigung und wenn man austauscht, hat es sowieso eine freie Runde. Das ist wieder so eine Sache mit Mindgames. Aber wie gesagt, das ist schon verdammt gefährlich. Das Set gefällt mir schon etwas besser. Wir haben hier Fokusstoß. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall maximal HP, also man will wie immer aushalten, weil man ja langsam ist. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ich meine, auf Max Indies trainieren könnte man machen, aber ich bin zwar ein Anti-Meter-Spiel ein bisschen, ja, aber was keinen Sinn ergibt, das ergibt manchmal einfach keinen Sinn. Auf jeden Fall mit dem Set will man einfach nur reinbratzen, also maximal Spezialangriff und nicht boosten, komischerweise. Dafür hat man aber den Leben-Orb. Das ist schon heftig, vor allem wenn man den Bizarro raushaut, dann wird es sehr böse, sehr unschön. Man hat sehr viele, naja,
Coverage. Also wie gesagt, immer Psychoschock oder Psychokinese, Geschmackssache. Spukball oder Ampelleuchte. Ich bevorzuge eher Spukball, weil euch werden eher Geist-Pokémon entgegentreten als wie... Zum Beispiel eine Ampelleuchte ist eine Käferattacke und das ist jetzt nicht auf sehr viel effektiv. Zum Beispiel auf Psycho-Pokémon, auf Pflanzen-Pokémon und noch ein paar mehr. Aber ich bevorzuge Spukball, weil wirklich gegen Psycho, also gegen Zytomega setzt man ja eher Geist-Pokémon ein und da ist ein Spukball eher willkommen als eine Ampelleuchte. Und Fokusstoß gegen, naja, Normal-Pokémon, aber oder Stahl. Der Attacke ist ein bisschen ungenau. Ein bisschen. Ich bevorzuge lieber Energieball. Ganz im Ernst, Leute. Spielt Energieball. Ihr trefft damit sicher einiges. Und ihr trefft somit auch diese Wasser- und Boden-Staller-Pokémon, zum Beispiel Gastrodon. Wenn ihr keinen Energieball habt, kommt man da auch nur sehr schwer dran vorbei. Vor allem, wenn man keinen Boost spielt. Ja, das ist sehr, sehr tricky. So, und da wieder mal nicht viel mehr da ist, vom Satz her. Schade. Muss ich wieder mal nachhelfen? Ah, Leute, was tut ihr mir an? Na gut. Erste, was ich euch vorstellen will, ist das physische Zytomega. Ja, physisch, ob es glaube ich noch nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Steigerung 7, Angriff zu verstärken, Ablativ, um sich zu heilen, Abschlag, damit der Gegner sein Item verliert. Das Problem ist, man hat hier keine Step-Attacke. Problem ist, es hat keine physische Step-Attacke, aber es pfeift einfach drauf. Aber ihr müsst trotzdem aufpassen. Durch Magieschild bekommt ihr zum Beispiel durch Verbrennung zwar keinen Schaden, aber euer Angriffswert wird trotzdem halbiert. Das heißt, man sollte hier vielleicht sogar statt Genesung Erholung spielen. Ist nur so eine Idee, weil falls ihr verbrannt werdet, haut ihr physisch ja gar nichts mehr rein. Wirklich gar nichts mehr. Auch wenn ihr 6-mal Steigerung draußen habt. Auf jeden Fall kann dieses Set sehr, sehr lustig sein. Und wer eher was sehr Spezielles haben will, dem empfehle ich Angeberei und Psycho Plus. Das Problem ist nur, wenn der Gegner auswechselt, dann habt ihr umsonst Psycho Plus eingesetzt. Also das Angeberei und Psycho Plus Set kann man durchaus machen, aber das ist eher sehr riskant, vor allem wenn der Gegner sehr viel wechselt. Könnte man zum Beispiel machen, wenn man eine Tarnsteine draußen liegen hat. Ist nur ein Beispiel. Dann könnte man das durchaus machen, aber ich empfehle eher dieses Set hier. Ja, wenn es nur eine physische Psycho-Attacke hätte, das wäre Schnucke, das wäre richtig Schnucke. Ach, ein kleiner Funfact noch. Falls ihr wirklich rumtrollen wollt, das Pokémon kann Explosion. So zum Beispiel. Ja, muss ich da viel sagen? Einfach Explosion! Ja? Nein? Na gut, dann war es einfach durch. Und wäre schon nicht genug, Leute. Nein, wir haben auch noch natürlich ein Staller-Set auf Lager. Was? Wir? Ja, ich und die Belser, wer denn sonst? Ich meine, ja. Säurepanzer, um die Verteidigung stark zu steigern, also um 2 Stufen. Vielleicht soll man hier sogar Spezialverteidigung trainieren statt die Verteidigung. Ist nur so ein Gedankengang gerade. In Genesung zum Heilen, Toxin zum Stollen. Und Psychoschock. Falls ein Verhöhner kommt. Einfach so, weil Psychoschock. Also diese Pokémon ist sehr, sehr variabel, muss schon sagen. Das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Vor allem das physische Set finde ich am lustigsten. Ja. Gut, Leute, ich verstehe zwar nicht, warum dieses Pokémon Ayu ist. Verstehe sowieso einer, irgendwie ist Mokon gerade. Aber trotzdem, das war's für heute. Schalte mir nächstes Mal wieder ein. Und ciao.